Montag, 6. Mai 2013. Der Beginn eines Prozesses, der in die Geschichte eingehen wird. Es geht um Terror, um Staatsversagen, Mord, Hass und Verrat. Und es geht um Ängste und um Hoffnungen. Es beginnt ein Verfahren, von dem Antworten erwartet werden. Ein Prozess, der aufarbeiten soll, was fast 14 Jahre niemand sehen konnte oder wollte. Terror von rechts. Es gab eine Erwartungshaltung an diesen Prozess, die enorm war. Wo man sagen muss, die war vielleicht auch von vornherein zu groß und überdreht und überhöht. Und auch wenn die Justiz das vorher schon immer wieder betont hat, ging so ein bisschen unter und ging vor allem, finde ich, auch am ersten Tag sehr unter, dass der Prozess das nie würde leisten können. Nach rund 240 Verhandlungstagen fragt dieser Film nach Beweisen, Recht und Gerechtigkeit. Und nach Verantwortung für Mord, Hass und Schweigen. Und für die offenen Fragen, die daraus entstehen. Beate Zschäpes erster Auftritt vor Gericht, nach 1,5 Jahren Untersuchungshaft. Wir kannten ja diese Frau alle nicht, aber dass da jemand reinkommt, der so abgeklärt wirkt, auch so selbstbewusst auftritt in diesem Gerichtssaal. Man sieht schon auf den Bildern vom Anfang, da ist sie ja im schicken Hosenanzug, erinnert so ein bisschen eher an Unternehmensberaterin oder so. Da sieht man schon, dass natürlich auch sie viel Nervosität mit hineinbringt in diesen Münchner Gerichtssaal. Aber natürlich war das nicht das Bild einer mutmaßlichen Rechtsterroristin, das sich irgendwie alle erwartet hatten. Ihre Kleidung an diesem wichtigen Tag ist mit Bedacht gewählt. Das sagt was über ihr Rollenverständnis, dass sie eben nicht als Büßerin, als die Angeklagte sich zuführen lassen wollte, sondern dass sie ihr eigenes Schicksal dort in die Hand nimmt und eigentlich die Hauptakteurin ist. Zschäpes Auftreten und das der anderen Angeklagten ist für die Angehörigen der Opfer vor allem eines, eine Provokation. Vor allem dann, als die Verhandlung beginnt und die Kameras nach draußen müssen. Ich kann mich an den ersten Prozesstag noch erinnern. Da haben Wohlleben und Zschäpe rotzfrech rübergegrinst zu uns. Und die Zwickauer Frühlingsstraße. Das Haus mit der Nummer 26, der letzte Unterschlupf des Trios. Nach 10 Morden und 2 Bombenanschlägen ziehen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe hier im August 2007 ein. Unter falschem Namen mieten sie die gesamte erste Etage. Man weiß, dass das Trio nach dem letzten Mord, dem Mord an Michael Kiesewetter, umgezogen ist in die Frühlingsstraße. Danach passierten ja auch keine Morde mehr. Ist nur noch die Banküberfälle im Oktober und November 2011 dann. In der übrigen Zeit gab es, soweit wir zumindest wissen, keinerlei Morde, Anschläge oder Überfälle. Die drei verlegen sich aufs Biedere. Die beiden Männer geben die Brüder Gary und Max. Einer davon soll mit Lise, alias Beate Zschäpe, liiert sein. Bei den Nachbarn gelten sie als zurückhaltend. Schon vor Einzug beginnen sie, die Wohnung umzubauen. Eine Eingangstür wird fest verschlossen und mit Schallschutz verstärkt. An der anderen werden zwei Riegelschlösser angebracht. Zum Schallschutz ziehen sie in einigen Zimmern doppelt abgehängte Decken ein. Auch ein Safe wird eingebaut. Und sie installieren Überwachungskameras. Eine behält vom Wohnzimmer aus die Straße im Blick. Eine zweite den Eingang auf der Rückseite des Gebäudes. Damit kein toter Winkel entsteht, beobachtet eine dritte Kamera von der anderen Seite die Eingangstür. Und schließlich wird der Spion in der Wohnungstür durch eine vierte Kamera ersetzt. Diese ganze Abtarnung spricht dafür, dass man vorsichtig war und gleichzeitig aber doch ein normales Leben gelebt hat. Wer natürlich im Alltäglichen mit ihnen Umgang hat und in dieser Wohnung war, dem muss es aufgefallen sein, dass es keine normale Wohnung war.
Immer donnerstags bekommen sie Besuch von guten Freunden, von Familie E. Oft sind auch die beiden Kinder mit dabei. Susanne E. und ihr Mann André gehören zu den wichtigsten Unterstützern der drei. Sie sind rechtsextrem wie ihre Freunde und träumen vom Sieg der weißen Rasse. Sie leihen dem Trio Namen, Ausweise, Bahncards. Und gleichzeitig gehen sie miteinander um wie ganz normale befreundete Familien. Wie anders ist dagegen das Leben von Yvonne Bulgarides. Mit dem Mord an ihrem Mann Theodoros zieht der blanke Horror in ihr Leben ein. Die jüngste Tochter erfährt zuerst vom Tod ihres Vaters. 8:30 klingelt das Telefon von uns und dann ist meine Tochter rangegangen. Und dann schaut sie mich an und ihre Augen waren total leer. Und dann sagt sie zu mir, der Papa ist tot. Also den ganzen Abend habe ich keine Polizei oder keine Krisenhelfer haben sich bei uns gemeldet. Und am nächsten Tag habe ich nur einen Anruf bekommen, dass wir abgeholt werden zum Verhör. Für die Ermittler ist der Tod von Theodoros nur einer in einer Serie von ungeklärten Morden an Migranten. Die Beamten sind sich sicher, bei den Angehörigen eine Mauer des Schweigens durchbrechen zu müssen. Dann gab es ein Verhör, in dem er mir gesagt hat, ich soll jetzt zugeben, dass ich meinen Mann ermordet hätte. Und man hat uns halt immer mit dem Rücken gegen die Wand gestellt. Und ja, du bist halt hilflos, ne? Und im Grunde genommen, das sind Polizisten, die dir das sagen. Weißt du, wie ich meine? Also Menschen, denen ich mal vertraut habe. Ne? Vor allem quält sie die dubiose Rolle des Verfassungsschutzes, besonders im Fall Temme. Auszug aus dem ARD-Protokoll des 41. Verhandlungstages. Es geht um den Mord an Halit Yozgat. Zeuge Andreas Temme, ehemaliger Mitarbeiter Verfassungsschutz Hessen, war am Tatort anwesend. Herr Temme, uns würde interessieren, was Sie damals für Beobachtungen gemacht haben. Von der Tat habe ich erst am Sonntag erfahren, aus der örtlichen Zeitung. Er ist inzwischen 4-mal vernommen worden und zumindest auf Seiten der Nebenklage ist völlig klar, er sagt nicht die Wahrheit. Er kann nicht erklären, warum er von dem Schuss nichts mitbekommen haben will. Er kann vor allem nicht erklären, wann er eigentlich das erste Mal von dem Mord gehört hat, warum er sich daraufhin nicht gemeldet hat, warum er wusste, dass die Tatwaffe eine Ceska ist, noch bevor das Ganze in der Presse gestanden hat. Es gibt ganz viele Punkte, die er nicht erklären kann. Der lügt und man weiß, dass er lügt und es passiert nichts. Schon lange kritisieren Nebenkläger, dass die Bundesanwaltschaft Fragen zur Rolle der Sicherheitsbehörden bewusst aus dem Verfahren heraushält. Ja gut, es kommt in so einem Prozess natürlich immer darauf an, was ist Gegenstand des Verfahrens. Und insofern bin ich an die Strafprozessordnung gebunden, ist auch das Gericht an die Strafprozessordnung gebunden. Darin steht, dass Gegenstand des Verfahrens die angeklagten Taten sind und die angeklagten Personen. Und alles, was nicht dazu gehört, muss aus dem Prozess herausgehalten werden. Tatort Theresienwiese, Heilbronn, 25. April 2007. Ein weithin unbekanntes Video, aufgenommen rund 90 Minuten nach dem Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter und dem Mordversuch an ihrem Kollegen. In der Hektik des Tages passieren Fehler. Video- und Polizeifotos zeigen, der Tatort ist nur eng abgesperrt, weitgehend zugänglich, bestätigen Zeugen. Und die Theresienwiese wird in diesen Minuten zum Meldepunkt der Polizisten. In den nächsten Stunden gehen mehr als 100 Menschen über diesen Platz. Der Fehler, der damals gemacht wurde, vielleicht auch in der operativen Hektik, war, dass irgendwie für alle Kräfte die Losung ausgegeben wurde, alle fahren zur Theresienwiese.
Entsprechend haben sich dort dann sehr schnell sehr viele Polizeibeamte vorgefunden, wo niemand so richtig wusste, wie die Aufgabenteilung ist. Und das war dann wieder mein Fehler. Spurensicherung am Tatort. Eigentlich müssen die Kriminaltechniker jedes Detail erfassen und genau dokumentieren. Das kann Tage dauern. Doch in Heilbronn ist an diesem 25. April 2007 alles anders. Rund 4 Stunden nach dem Mord ist der Tatort schon geräumt und abgespritzt. Kinder spielen in den blutigen Pfützen. Die Polizei hat die Theresienwiese viel zu früh freigegeben, denn mehrmals noch müssen die Kriminaltechniker hier nachsuchen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles falsch gemacht worden ist, was man falsch machen konnte in einem solchen Fall, aber ziemlich viel. Also wenn ich mir die Bilder ansehe, auch wie dort am Tatort unmittelbar nach der Tat, eine Stunde oder nicht mal eine Stunde nach der Tat, wie man sich dort bewegt, wie auch die Spurensicherung stattgefunden hat, dann ist das alles, macht das auf mich einen Eindruck, dass man wohl total überwältigt war von diesem Ereignis und alles das, was man mal irgendwann gelernt hat in der polizeilichen Ausbildung, vergessen hat. Wenige Wochen später gibt es die erste heiße Spur, eine weibliche DNA im Polizeifahrzeug. Was die Beamten lange nicht merken, die Wattestäbchen für die DNA-Analyse waren verunreinigt. Die Polizei jagt ein Phantom. 2 Jahre lang. Diese Phantom von Heilbronn, Sache hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass das ganze Verfahren verschleppt wurde. Und wenn ein Verfahren verschleppt wird, dann heißt das, dass die Spuren immer kälter werden und es immer schwieriger wird, hinterher die tatsächlichen Tatabläufe zu rekonstruieren. Aufwendig berechnen Rechtsmediziner die Standorte der Schützen, ihre Körpergrößen, die Schussrichtungen. Sie stellen fest, bei beiden Opfern gibt es keinerlei Hinweis auf Gegenwehr. Also müssen es 2 Schützen gewesen sein, die gleichzeitig geschossen haben. Die Täter haben sich von hinten angenähert. Es sind, was vor allem dafür spricht, gezielte Kopfschüsse wohl gesetzt worden, was ja für einen absoluten Tötungswillen spricht. Und das setzt eher eine große Planung und auch den Willen, es so durchgeführt zu haben, wie es dann passiert ist, voraus. Es ist ungewöhnlich warm im April 2007. Bilder vom Tattag. Fast 200 Schausteller bauen den Rummel auf. Hinter den Fahrgeschäften verlaufen Fuß- und Radwege. Dort sind viele Menschen unterwegs. Und der Tatort ist von fast überall einsehbar. Also man muss jederzeit damit rechnen, dass man entdeckt wird. Da brauchen Sie eigentlich Unterstützer. Das heißt, wenn Sie nicht jemand an einer zentralen Stelle stehen haben, der diese Fahr- und Fußwege einsehen kann und eben erkennen kann, jetzt kommt 30 Sekunden niemand, ist es ein nahezu unglaubliches Risiko, das Täter eingehen, weil sie ja anschließend den Tatort auch noch verlassen müssen. Bis 2011 identifiziert die Polizei ein 50 Zeugen. Sie haben am Tattag im Umkreis von gut 1 Kilometer mehrere flüchtende, zum Teil blutverschmierte Menschen beobachtet. Zum Beispiel hier. An dieser Kreuzung sieht eine damals 72-jährige Frau einen blutverschmierten Mann in ein bereitstehendes Auto springen. Oder ungefähr hier. Der Zeuge sieht, wie sich ein Mann seine blutigen Hände im Neckar wäscht. Auf dieser Wiese sieht ein Ehepaar eine flüchtende Person. Und schließlich, nahe dieser Kreuzung, sehen mehrere Zeugen flüchtende, zum Teil blutverschmierte Männer in ein Auto hechten. Jetzt haben wir Zeugen, die sehen nach der Tat in Tatortnähe blutverschmierte Männer. Und allein da stellt sich die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass nachmittags durch Heilbronn blutverschmierte Männer laufen, die nichts mit einer Tat zu tun haben, die kurz davor war. In den Akten des Landeskriminalamtes vom Sommer 2011 steht, die Zeugen sind glaubwürdig. Ihre Aussagen ergänzen und stützen sich gegenseitig. Fazit: An der Tat waren mindestens 3 Täter beteiligt. Wenige Monate später aber ist alles anders. Die bis dahin fundierte Theorie von 3 oder noch mehr Tätern ist mit dem Auffliegen des NSU plötzlich passé. Wir gehen davon aus, dass Böhnhardt und Mundlos vor Ort den Anschlag auf die beiden Polizeibeamten verübt haben und dass es keine ortskundigen oder vor Ort lebenden weiteren Beteiligten gibt.
Auszug aus dem ARD-Protokoll des 75. Verhandlungstages. Im Zentrum steht der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter. Zschäpe, auberginefarbener Pullover, helle Hose, Haare zusammengebunden mit Glitzerhaarspange. Was zunächst mal ins Auge fällt, ist, dass sie es versteht, sich selber zu inszenieren. Wenn es ein Krankheitsbild wäre, würde man sie als eine narzisstische Persönlichkeit beschreiben. Es wird der Überlebende des Anschlages und Kollege der Ermordeten, Martin A., vernommen. Nachdem ich vom Tod Michels erfahren habe, habe ich geweint. Ich habe die Bilder dauernd im Kopf. Die Kollegin, die neben mir saß, ist nicht mehr da. Ich bin unzufrieden, weil ich nicht weiß, was das Motiv ist. Das Motiv fehlt. Tim Assmann und seine Kollegen schreiben Protokolle über jeden Prozesstag. Er ist Gerichtsreporter. Für die ARD-Hörfunkwellen berichtet er seit 2,5 Jahren über den NSU-Prozess. Insgesamt fand ich, dass eben die Beweisaufnahme bei Kiesewetter im Vergleich zur Beweisaufnahme bei anderen Mordfällen, wo es noch Fragen gibt, zum Beispiel im Mordfall Josgat in Kassel, ziemlich zügig vorüberging. Es ist aufgeklärt worden, der Mord an Michelle Kiesewetter und der versuchte Mord an ihrem Kollegen, nur insoweit, als dass die Täterschaft von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt untersucht worden ist, soweit man das aufklären konnte. Weiter hat der Senat aber nicht aufgeklärt, ob es möglicherweise 3, 4 oder noch mehr Personen am Tatort gegeben hat, die in die Tötung involviert waren, die dort eine Rolle gespielt haben. Auch der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages hat sich intensiv mit der Tat in Heilbronn beschäftigt. Die Obleute haben eine klare Meinung zur Zweitäter-Theorie der Bundesanwaltschaft und zur Frage, ob der Fall wirklich aufgeklärt ist. Nein, das ist er für mich nicht. Ich bin auch nicht der gleichen Meinung wie der Generalbundesanwalt, der ja immer sagt, alle Verbrechen, auch das in Heilbronn, wurden nur von Mundlos und Böhnhardt begangen, die zwei alleine, sonst niemand dabei. Da habe ich meine Zweifel. Als Richter Götzl den Mord an Theo auf der Tagesordnung hatte, waren wir im Gerichtssaal. Und vernommen wurde der Kompagnon, also der Geschäftspartner meines Mannes. Auszug aus dem ARD-Protokoll des 38. Verhandlungstages. Zeuge Wolfgang F., Schlüsseldienst, München. Ich habe den Theo angerufen. Er ist nicht ans Telefon gegangen. Daraufhin bin ich in den Laden gegangen. Er lag hinter der Theke. Dann habe ich geschaut, ob er noch lebt und habe die Polizei angerufen. Ich konnte keine Lebenszeichen mehr feststellen. Was hatte das für Folgen für die Familie? Die totale Zerstörung. Zschäpe hört offenbar interessiert zu. Die Aufklärung über den Mord an meinem Mann hat auf einer Qualitätsskala von 100% würde ich sagen 5-10%. Ist nichts. Ich weiß heute nicht mehr, als ich damals wusste. Beim Fall Bulgaridis ist für mich die offene Frage vor allem, wie fanden die Täter diesen Tatort und damit dieses Opfer? Der Schlüsseldienst ist nicht so ohne weiteres für jemanden ohne Münchner Ortskenntnis zu finden. Und es gab ihn zu dem Zeitpunkt der Tat auch erst 2 Wochen. Gab es da örtliche Helfer? Die Bundesanwaltschaft sagt nein. Der NSU hat einfach sehr genau ausgespäht, ausspioniert, hat sozusagen Tatorte und Opfer selber ausfindig gemacht und gefunden. Ja, es kann so gewesen sein. Aber da bleiben Zweifel. 26. Oktober 2011, Frühlingsstraße. Böhnhardt und Mundlos bereiten sich auf ihren letzten Banküberfall vor. Vor der Tür steht seit dem Tag zuvor ein Wohnmobil bereit. Es soll ihr Fluchtfahrzeug sein. Am Morgen des 4. November 2011 parken sie, so wie hier, ihr Wohnmobil in Eisenach, ganz in der Nähe der Autobahn. Das Ziel für den Raub ist nicht einmal 1 Kilometer entfernt. Sie nehmen die Fahrräder. Um 9.11 Uhr betreten die Männer die Bank. Es fällt ja zunächst auf, dass
der Banküberfall nicht so ganz professionell durchgeführt wurde. Also gerade diese Entgleisung, einem, was gar nicht Not getan hätte, nochmal den Knauf der Pistole über den Schädel zu ziehen, drückt ja aus, dass also das Stresslevel schon ein bisschen höher gewesen ist und dass nicht alles so ganz planmäßig gelaufen ist. Nach wenigen Minuten ist alles vorbei. Die beiden fliehen mit dem Wohnmobil. Sie fahren nur knapp einen Kilometer. In dem Eisenacher Vorort Streckdar bleiben sie stehen und warten ab. 2,5 Stunden lang. Wieso an diesem auffälligen Ort? Die Frage ist, was glauben die Tatausführenden, was auffällig und unauffällig ist? Das kann ja das Szenario gewesen sein, dass sie gerade davon ausgingen, mit diesem Wohnmobil in der Siedlung nicht aufzufallen. Noch einmal steht ein baugleiches Wohnmobil an dem Platz, an dem vor 4 Jahren die Schüsse fielen. Oh, krass. Das ist echt viel kleiner als gedacht. Seit 4 Jahren beschäftigt sich Katharina König mit den Taten und Opfern des NSU. Als Mitglied des Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag versucht sie, die Ereignisse des 4.11. akribisch nachzuzeichnen. Dafür spricht sie auch mit Augenzeugen. Also ich bin hier angekommen, Streckdar, und waren unter anderem Anwohner, die erzählt haben, dass sie am 4.11. hier vor Ort waren und dass sie aber das Wohnmobil nicht erst am 4.11., also an dem Freitag, gesehen hätten, sondern schon am Mittwoch, also an dem 2.11. Da sei das Wohnmobil gesehen worden und nicht nur 2 Männer, sondern auch eine Frau im Wohnmobil drin. Und es war ein sehr glaubwürdiger Zeuge. Er hat das Wohnmobil nicht nur im Vorbeifahren gesehen, sondern er hat es gesehen, als es stand an einer Kreuzung, an einem Stoppschild, wo man eben auch reinschauen konnte und das wahrnehmen konnte, dass da 2 Männer, eine Frau drin sind. Und exakt das Wohnmobil, was dann am Freitag auch hier in Eisenach-Streckdar gestanden hat und später brannte und in dem dann Mundlos und Böhnhardt aufgefunden wurden. Wenn sich das bestätigen sollte, dass Zschäpe tatsächlich in dem Wohnmobil mit den beiden Uwes gewesen ist und sie durch Eisenach, vor allem durch Streckdar, diesen Ort gefahren sind, wo nachher auch das Wohnmobil abgestellt wurde, um die polizeiliche Fahndung abzuwarten, dann würde das dafür sprechen, dass sie dabei war, als die Fluchtroute für die Zeit nach dem Banküberfall ausgekundschaftet wurde. Das heißt, sie wäre viel weiter noch auch in die Raubüberfälle eingebunden gewesen, als wir das bisher wissen. Die beiden trinken Kaffee und warten. Ihr Versteck ist vollgestopft mit Waffen und Munition. Für einen Kampf sind sie gut gerüstet. Schließlich nähern sich 2 Streifenbeamte. Über den Scanner, Funkscanner, haben sie mitgekriegt, Großfahndung, das Wohnmobil ist identifiziert als auffällig und so weiter. Das heißt, die werden möglicherweise so eine Barrikadesituation psychisch schon empfunden haben. Die sind uns auf der Spur, jetzt haben sie uns. So, und dann tauchen tatsächlich 2 Polizisten auf. Mist, scheiße, Bullen. Jetzt ist alles aus, vorbei, vorher noch abgehört am Scanner. Ringfahndung, die haben uns eingekreist, dass die zumindest psychisch eine Barrikadesituation empfunden haben. Und bei dem einen sind da die Sicherungen durchgebrannt. Scheiße, jetzt ist es vorbei. Bum, bum, zack. Das Wohnmobil fängt an zu brennen. Schnell trifft mehr Polizei ein. Auch die Feuerwehr ist bald vor Ort und beginnt zu löschen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr macht Fotos vom Innenraum des Fahrzeugs. Sehr schnell ist auch ein hoher Beamter vor Ort. Michael Menzel, Polizeidirektor. Er übernimmt die Einsatzleitung. Seine erste Amtshandlung, er lässt die Bilder der Feuerwehr beschlagnahmen. Die Speicherkarte wird später gelöscht. Alle Bilder, die gemacht werden, egal von wem, wenn sie dann in die Ermittlungen einbezogen werden, müssen auch asserviert werden. Und die Betonung liegt auf allen Bildern. Einsatzleiter Menzel ordnet an, dass eine Waffe geborgen wird, die er persönlich am Tatort entdeckt haben will. Ein Mitarbeiter der Tatortgruppe des LKA wird angewiesen, das Wohnmobil zu betreten und die Pistole herauszuholen. Brandort ist ein Tatort. Und auch am Tatort gibt es Vorgehensweisen.
bis hin, dass Trassen gebildet werden. Also da tut nicht jeder drin rumrennen, da wird auch nicht Sightseeing gemacht, sondern da gibt es ganz klare Aufgabenverteilungen und da weiß auch jeder, was er zu tun hat. Ein Pappkarton wird gebracht. Der Beamte im Inneren des Wohnmobils fotografiert die Waffe. Sie liegt im Waschraum. Er verstaut sie im Karton und reicht sie hinaus. Sie wird 2 Stunden später identifiziert. Als Dienstwaffe des Polizisten, der mit Michelle Kiesewetter im Wagen saß. Wenn ich hier stehe, ist links und rechts kein Platz mehr. Wenn hier eine Leiche liegt, selbst wenn ich jetzt hier vorsichtig versuche, hier hinter, wo nicht nur 30 cm, sondern vielleicht 40 cm, ich berühre die Leiche. Und um die Waffe aus der Duschkabine zu holen, ist er ganz faktisch über Leichen gegangen. Ja. Auszug aus dem ARD-Protokoll des 52. Verhandlungstages. Zeuge Michael Menzel, leitender Polizeidirektor. Ich wollte wissen, wer die Personen waren. Personenaufklärung wurde angewiesen. Identifizierung im Wohnmobil hat eine ganze Zeit gedauert. Identifizierung an diesem Tag ist nicht mehr gelungen. Nach Jena in die Rechtsmedizin und gebeten, mir noch in der Nacht das Ergebnis mitzuteilen. Gegen 8.30 Uhr Identifizierung, Uwe Mundlos. Das Auffällige an der Aussage von Michael Menzel war eigentlich seine Angabe dazu, wann er wusste, wer sich in diesem Wohnmobil befindet. Offiziell ist die Identität von Uwe Mundlos als erstem geklärt worden, und zwar in der Nacht vom 4. auf den 5.11. Allerdings hat Menzel in der Hauptverhandlung, als er vernommen wurde, mehrfach so gesprochen, als ob ihm schon am Nachmittag vom 4.11. schon mehr oder weniger klar war, dass es sich bei den beiden Personen, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, handeln muss in dem Wohnmobil. Er konnte nicht erklären, wie er darauf gekommen ist. Kritik an seinen Anweisungen hat Polizeidirektor Menzel stets zurückgewiesen. Auch an seiner Entscheidung, das Wohnmobil auf einen Abschleppwagen ziehen und mit Waffen und Leichen an Bord abtransportieren zu lassen. In eine private Halle in Eisenach. In dem Moment, wo ich ein Fahrzeug abschleppe, verändere ich im Grunde genommen dieses Fahrzeug. Ich verändere es außen, ich verändere es innen. Das Fahrzeug steht schief, dann fallen Dinge in diesem Fahrzeug herum. Ich habe also einen veränderten Tatort. Und das ist genau das, was jeder Polizist im ersten Semester lernt. Ein Tatort darf nicht verändert werden. Dieses Foto ist die bis heute einzige bekannte Aufnahme, die vom Innenraum des Wohnmobils existiert, bevor es abgeschleppt wurde. Die Bilder der Feuerwehr sind verschwunden und andere wurden angeblich nicht gemacht. Doch jetzt tauchen Dokumente im Thüringer Untersuchungsausschuss auf, die zeigen, dass Beamte der Kriminalpolizei wohl doch eigene Aufnahmen gemacht haben. Was es gibt, sind Bildaufnahmen der KPI Eisenach bzw. KPI Gotha. Die liegen uns allerdings bisher nicht vor. Wir haben nur Aktenerkenntnisse, dass Umfeldaufnahmen angefertigt wurden in Streckda und auch Bildmaterial im Wohnmobil angefertigt wurde, noch am Tatort selber, also bevor das Wohnmobil dann weggebracht wird von dem Ort. Dann übernimmt das BKA. Als Wochen später das Wohnmobil erneut untersucht wird, finden Kriminaltechniker eine Geschosshülse auf dem Fahrersitz. Zitat aus einem Aktenvermerk. Als wir die anwesenden BKA-Mitarbeiter auf diesen Fund hinwiesen, wurden wir angewiesen, den Geschossmantel wieder auf den Fahrersitz zu legen. Dieser sei unwichtig. Warum macht man das? Erklärt sich für mich überhaupt nicht, genauso wenig wie die Frage, wie diese Hülse dort gelandet ist. Weil dass die bei den ersten Untersuchungen nicht gefunden worden ist, halte ich für ausgeschlossen. Das Ganze ist von hinten bis vorne unerklärlich. Das Verhalten ist unerklärlich, das Ereignis ist unerklärlich und sollte natürlich von den Behörden entsprechend kommentiert und begründet werden. Beate Zschäpe ist am Mittag des 4.11. in der Wohnung in der Frühlingsstraße und wartet. Weiß sie, dass in Eisenach eine Bank überfallen wird? Ihr Surfverhalten spricht dafür, dass sie Sorge hat, dass irgendwas passiert ist, denn sie sucht nach Unfällen und googelt es auch, gleichzeitig aber auch noch ganz belanglosen Sachen. Das heißt, man denkt,
irgendwas ist in dem Ablauf nicht so, wie es sein sollte. Sie hat Sorge, die ist aber noch nicht so groß, dass sie sicher ist, dass irgendwas schiefgelaufen. Ob und wie Beate Zschäpe die Information vom Tod ihrer beiden Freunde erreicht hat oder ob einfach ein bestimmter, vorher verabredeter Zeitpunkt überschritten worden war, ist bis heute ungeklärt. Die Ermittlungsbehörden sind nicht weitergekommen. Das BKA hat keine Erkenntnisse darüber erlangen können, woher die Information kommt. Und ich glaube, genau aus dem Grund hat dann das Gericht es auch überhaupt nicht versucht, weil sie gesagt haben, wir können in der Hauptverhandlung nicht mehr aufklären, als das BKA schon gemacht hat. Es gibt keine weiteren Ansatzpunkte. Sicher ist, dass Beate Zschäpe um 14.30 Uhr aufhört zu surfen und etwa eine halbe Stunde später auf die Straße tritt, zwei Katzenkörbe abstellt und in dem Moment hinter ihr die Wohnung explodiert. Doch bis heute ist ungeklärt, wie sie das angestellt hat. Viele Brandstifter, die mit Benzin, was eigentlich ungeeignet ist, als Autokraftstoff, Brand legen, machen genau den Fehler. Sie fangen in einem Teil an oder in einem Raum, fangen sie an, gießen aus. Dabei passiert jetzt aber schon die Umsetzung, also von Flüssigkeit in den Dampfzustand und die Vermischung mit dem Luftsauerstoff. Das heißt, jetzt entsteht schon bei großen Mengen eine explosionsfähige Atmosphäre. So, jetzt geht der immer weiter, gießt, geht wieder weiter, geht in den nächsten Raum, gießt. Immer wenn der weitergeht, setzt sich das Benzin in Dampf um, Sauerstoff, und damit erhöht sich die Explosionsgefahr. Und wenn er jetzt am Ende ist, muss er ja irgendwie zünden. Und das Problem ist, wenn er es direkt zündet, hätte er sich oder sie sich selber verletzen müssen. Zschäpe aber ist unverletzt und flieht. Wie die Zeitverzögerung erreicht wurde, das wäre jetzt, wenn ich mich dazu äußere, reine Spekulation. Das hätte eben gesichert werden müssen. Ist es aber nicht. Im Gegenteil. Zwar ist die Feuerwehr schnell vor Ort und beginnt zu löschen. Auch die Polizei ist da und von Anfang an ist klar, dass es sich um einen Tatort handelt. Und doch wird entschieden, den zentralen Bereich des Tatortes nachhaltig zu beschädigen. Mit schwerem Gerät wird das Zentrum der Wohnung herausgerissen. Übrig bleibt ein besenreiner Tatort und ein gewaltiger Schutthaufen. Die Zerstörungen sind ja eindeutig erst durch den Bagger beigeführt worden. Na, das ist absolut nicht notwendig gewesen. Na, das hätte einfach nicht passieren dürfen. Und es ist situativ bedingt. Und warum Leute so entscheiden, guckst du dich das an. Ne? Alles, was sie da jetzt rausholen, das können sie noch nie wieder zu richtig zuordnen. Tage später wird in dem Schutt neben anderen Waffen auch eine Cesca 83 gefunden. Die Waffe, mit der in den Jahren zuvor 9 Menschen ermordet wurden. Zschäpe ist auf der Flucht. Sie hat ein Handy dabei und nimmt Kontakt zu ihren engsten Unterstützern auf. Nahe der Moseler Straße 4 ruft sie André E. an. Das Gespräch dauert 1,5 Minuten. Wenige Minuten später klingelt ihr Telefon. Die Nummer des Anrufers ist zugelassen auf das sächsische Innenministerium. Es ist das Diensthandy jenes Beamten vom Kriminaldauerdienst, der am Tatort Frühlingsstraße die Verantwortung trägt. 9 Sekunden lang besteht Kontakt. Hat er Zschäpe erreicht? Und was hat er mit ihr besprochen? Zur letzten Vernehmung der Zeugen im Untersuchungsausschuss hatten wir den Polizeibeamten des Kriminaldauerdienstes, der von sich aus sagt, ja, zu der Zeit hatte ich das Handy bei mir, ich habe es auch niemandem anders gegeben. Er beteuerte uns gegenüber, er kann sich nur erinnern, dass er seine Dienststelle angerufen hat, dass er sozusagen polizeiliche Gespräche geführt hat, aber nicht versucht hat, die zum damaligen Zeitpunkt abgängige Person aus der Frühlingsstraße zu kontaktieren. Der Zeuge gilt als glaubwürdig. Grund, an seiner Aussage zu zweifeln, gibt es nicht. Und so bleibt bis heute völlig ungeklärt, wer tatsächlich Beate Zschäpe angerufen hat. Ein letztes Mal ist ihr Handy am Hauptbahnhof in Zwickau in einer Funkzelle eingeloggt. Danach wird es nicht mehr benutzt.
Schäpe trifft sich am frühen Abend mit Susanne und André E. Und die statten sie erstmal mit frischer Kleidung aus. Da ist das Problem, dieses Kleidung Schäpe geben hat jetzt stattgefunden zu einem Zeitpunkt, als Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt schon tot waren. Nach der Konstruktion der Bundesanwaltschaft hat der NSU nur aus 3 Mitgliedern bestanden. Wenn 2 tot sind, ist die Organisation damit aufgelöst. Dann kann man die auch nicht mehr unterstützen. So, wenn das richtig ist, wenn der NSU nicht tatsächlich mehr Mitglieder hatte, und die Frage ist ja auch, wer definiert denn, wer eigentlich ein Mitglied ist, wenn André und Susanne so nah am Trio waren, wenn die Mitwisser waren, warum gelten die nicht auch als Mitglied? Warum nur als Unterstützer? Auszug aus dem Protokoll des 189. Verhandlungstages. Vor dem Gericht bereits ab 8.15 Uhr eine Kundgebung der Partei Die Rechte. Den 10 rechten Demonstranten stehen ca. 100 Gegendemonstranten gegenüber. Um 10.36 Uhr wird der Hauptverhandlungstag abgesagt, weil Beate Schäpe krank ist. Sie versucht, denke ich, schon genauso wie am ersten Tag ihre Rolle weiter zu spielen, ihre Schweigestrategie durchzuhalten und mit ihrem Auftreten diese Strategie quasi zu untermauern, indem man also so tut, dass man sich wirklich nichts anmerken lässt und so. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass dieses Verfahren sie eben natürlich auch stark belastet. Dann hat Madame Kopfweh und kann nicht erscheinen oder es muss eine Stunde lang verhandelt werden. Kann sie rein oder muss sie jetzt in den Gerichtssaal oder muss sie nicht? Und warum soll ich meine Zeit dafür verschwenden? Und uns wäre es am liebsten, der Prozess würde jetzt ziemlich zügig zu Ende gehen. Besser heute als morgen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann wenigstens ein Teil abgeschlossen ist. In der Frühlingsstraße in Zwickau machen die Ermittler einen überraschenden Fund. Der wird später das zentrale Beweismittel für den Polizistenmord von Heilbronn. Der Fund ist eine graue Trainingshose. An ihr ist Blut, genauer ganz winzige Blutspritzer. Sie stammen von der 2007 ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter. Rechtsmediziner erstellen ein aufwendiges Gutachten, analysieren die Blutverteilungsmuster. Damit soll die Kernfrage geklärt werden. Ist der Träger dieser Hose der Mörder von Kiesewetter? Das Gutachten legt nahe, in dem angenommenen Szenario war der Träger der Hose eher nicht der Schütze. Also muss der Träger dieser Hose zwar nebendran gestanden sein und vielleicht geholfen haben, aber geschossen hat er eher nicht. So lese ich das Gutachten. Das ist vielleicht jemand gewesen, der entweder in der zweiten Reihe gestanden hat oder möglicherweise dazugekommen ist. Für die Bundesanwaltschaft steht dagegen fest, der Träger der Hose hat geschossen. Und das war Uwe Mundlos. Seine DNA ist an 2 Taschentüchern in der Hose. Wenn Sie sehen, dass es benutzte Taschentücher waren, die in einer Hose gesteckt waren, dann lässt es keine vernünftigen Zweifel, dass diese Hose die Hose von Mundlos war. Aus diesen Taschentüchern alleine auf den Täter zu schließen. Taschentücher kann man von A nach B bewegen. Das ist zumindest noch mal erneut zu kurz gegriffen. Weil es eben möglich ist, diese Taschentücher jemand in die Hosentasche zu stecken, Nummer 1. Und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, dass mehrere Personen die gleiche Hose tragen. Das heißt, wenn man dann wissen will, ob diese Hose von einer bestimmten Person zu einem bestimmten Zeitpunkt getragen wurde, dann kann man sich schlecht auf Tempotaschentücher verlassen, die in dieser Hosentasche gefunden wurden. Hätte Mundlos diese Trainingshose beim Mord an Michelle Kiesewetter wirklich getragen, so Gerichtsmediziner und Kriminologen übereinstimmend, dann müssten seine DNA-Spuren in der Hose zu finden sein. Es gibt innen aber keine DNA von ihm, muss die Bundesanwaltschaft einräumen. Wer immer hier am Tatort diese Hose trug, war wohl nicht der Schütze, aber beim Mord dabei. Die winzigen Blutspuren sprechen für einen Täter in zweiter Reihe, also eine dritte Person am Tatort. Genau das deckt sich mit den früheren Ermittlungen des LKA Baden-Württemberg vor dem Auffliegen des NSU. Damals ging man von mindestens 3 oder sogar noch mehr Tätern aus. Vor Gericht in München spielt das allerdings kaum eine Rolle. Das ist nicht gerechtfertigt. Das kann ich machen,
bei einem Einbruchdiebstahl, wo ich weiß, es sind 6 Täter gewesen, ich habe aber nur 2, die anderen 4 kann ich schwer ermitteln, dann kann ich sagen, okay, ich beschränke es auf die beiden. Aber nicht bei einem solchen Delikt, was sowohl von den Opfern her eine besondere Bedeutung hat, als auch vom politischen Hintergrund her, ist das nicht akzeptabel. Auszug aus dem ARD-Protokoll des 217. Verhandlungstages. Nach einer Prozesspause, die Chepes neuem Verteidiger zur Einarbeitung gewährt wurde, wird heute die Verhandlung fortgesetzt. Zuhörertribüne fast voll. 9.17 Uhr, Verteidiger Heer kommt. 9.18 Uhr, Verteidiger Stahl und Sturm kommen. Fakt ist jedenfalls, dass Beate Chepe versucht hat, erst Anja Sturm und dann auch die beiden anderen Pflichtverteidiger, Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl, loszuwerden. Sie ist damit am Gericht gescheitert, aber möglicherweise wird sie persönlich das schon als Erfolg werten, dass nun eben mit Matthias Grasel ein 4. Pflichtverteidiger dabei ist, der den sie halt wollte. Protokoll 9.31 Uhr. Grasel bahnt sich fast fluchtartig einen Weg und setzt sich neben Stahl. Die anderen Anwälte schauen jeweils starr vor sich hin. Keine Interaktion. Letztendlich dürfte bekannt sein, dass es zwischen den bisherigen Verteidigern und meiner Mandantin zu Spannungen gekommen ist. Das Verhältnis war und ist nach wie vor belastet. Ich wollte versuchen, die Spannungen, die in diesem Verhältnis bestanden, zu reparieren und das Ganze wieder auf eine gemeinsame Linie zu führen. Er ist der einzige Chepe-Verteidiger, der sich vor der Kamera äußert. Es ist sein erstes längeres Fernsehinterview. Allerdings will er nur zu bestimmten Fragen Stellung nehmen, zum Beispiel zu seiner Rolle als neuer Verteidiger. Ich sehe mich zum einen als Teil dieses Verteidigerteams. Auf der anderen Seite bin ich momentan sicherlich der Hauptansprechpartner für Frau Chepe, da mit mir schlicht und ergreifend die einzige Kommunikation stattfindet. Dass sie die anderen Pflichtverteidiger zu Statisten gemacht hat und ausgerechnet ihn zu ihrem neuen Vertrauten, sagt einiges über Beate Chepe aus. Die Frage, ist Beate Chepe eher eine selbstbewusste, selbstbestimmte Person oder eher der Typ Mitläufer, fremdbestimmt, ist ja in diesem Verfahren von ganz zentraler Bedeutung. Sie ist angeklagt als Mittäterin bei den 10 Morden. Das ist juristisch so, als wenn sie selber geschossen hätte. Obwohl ja die Bundesanwaltschaft auch sagt, sie war an keinem Tatort. Also die Frage ist, kann es tatsächlich sein, dass Beate Chepe diese Morde so sehr mitgewollt hat, durch ihr eigenes Tun so sehr mit möglich gemacht hat, dass sie eben auch quasi selber Mörderin ist. Chepe, kein Heimchen am Herd, sondern selbstbestimmt und manipulativ. Das ist eine wichtige Erkenntnis für die Bundesanwaltschaft. Nach 2,5 Jahren und mehr als 240 Verhandlungstagen. In einem historischen Prozess, der noch lange dauern könnte, wenn Beate Chepe es will. Denn bald könnte sie ihr Schweigen brechen. Ich denke, sie wird reden, weil sie merkt, dass das Schweigen sie jetzt nicht mehr weiterführt, sondern irgendwann der Prozess zu Ende gehen wird. Also wird sie alles tun müssen, um den Prozess hinauszuzögern. Sie hat die zweite Phase eingeleitet. Ich könnte etwas sagen, ich überlege es mir noch. Und die dritte Phase, die dann wieder sehr lange dauern könnte, wäre, dass sie zu vielen einzelnen Details jetzt minimal Einlassungen macht, Aussagen macht, die dann wieder validiert werden müssten, die untersucht werden müssten, sodass das Ganze wieder sehr lange dauern kann. Also es ist verschwendetes Geld, verschwendete Zeit und eben auch meine Zeit und die meiner Kinder. Ich möchte, dass das abgeschlossen wird, dass es zu einem Abschluss kommt und dann kann ich abschließen und das ist mein Ziel und das ist auch das Ziel der Kinder.